Ab Mitte des 19. Jahrhunderts versinkt die ländliche Bevölkerung immer tiefer in Armut. Wer einen Kredit braucht, zahlt dafür 30-50% Zinsen oder sogar mehr. Um aus dieser Schuldenfalle auszubrechen, greifen 23 Zettlerinnen und Zettler unter der Leitung von Pfarrer Norbert Foppe zur Eigeninitiative. Mit ihren Geldeinlagen gründen sie am 1. Juni 1890 im Gasthaus Neumüller den Vorschusskassenverein der Pfarr- und Marktgemeinde Zwettl nach der Genossenschaftsidee Friedrich Wilhelm Raiffeisens. Selber nicht jung gewesen oder nicht zu jung gewesen, wie der Großvater als wie sagen, Gründungsmitglied bei der Kasse gewesen ist, aber nur halt Raiffeisenkasse ist er halt am Herzen gelegen. Und da hört es halt automatisch über das weitergegangen. Es ist der Vater, wie er hergeheiratet hat, weil der Vater ist einfach eingeladen. Wie er hergeheiratet hat, dann ist er gleich da aufgenommen worden und hat er da dem Großvater seine Ideen weitergearbeitet. Ja, damals ja. Hat der Opa, der hat den Besitz haben müssen, sonst hat er nicht Opa werden dürfen, denn der hat mit seinem Besitz hoffen müssen für einen Ausfall. Ja. Und damit kann ich mich nur erinnern, dass oft mein Vater schlaflose Nächte gehabt hat. Die Sitzungen, sagen wir, oder wie sagen, Auszahlungen im Vorhof gewinnen, weil meistens irgendein Kooperator oder ein Pfarrer, sagen wir, sollen, die Kassen Ding geführt hat. Mhm. Und danach ist auf der Stelle der Bäumer geworden. Ja, der Bäumer hat ja das. Weil er hat ja unten die Werkstatt gehabt, also ein Tischler gewesen. Ja. Und auf der anderen Seite hat er Trauwerkstatt gehabt, den Moped hergerichtet und Raul hergerichtet. Naja, jetzt sind wir da. Ja. Und da, wo jetzt wir sitzen, das war halt, da war jetzt früher Soft gestanden da, ja, und das war der Warte. Der Warteraum. Der Warte und der Gasserraum. Ja, genau, da ist der Bäumer gesessen. Jawohl. Aus seinem Büro. Ja. Und an der Kundschaft kann ich da der Sessel gewesen. Ja. Da mit ja. Die Rinken. Ja. 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 Da hat sich dann vier gesetzt. Ja. Ja. Ich kann mich nur gut erinnern auf die riesengroßen Bücher. Oh, solche Wascheln hat er da gehabt und dann hat er aufgeschlagen und dann hat er das Blau angefangen. Ja, ja, genau. Und eingeschlagen. Ja, ja. Aber ein guter Rechner ist er gewesen. Du, der hat da wieder ein bisschen so zusammengezählt. In der Geschwindigkeit. Mann, den Mann habe ich bewundert. Ja. Da habe ich ja dreimal so lange gebraucht wie der. Und die war auch nicht schlecht, wenn ich zusammengezählt. Ich weiß nur, dass der Bäumer da das Raumgut auszahlt. Weil da haben sie sich die Bayerinnen zwischen Amt, zwischen Mess und Amt, haben sie eins geheim und haben sie da das Geld geholt. Ja, mhm. Ja. Ja, bei uns, wie es bei uns heute gewesen ist, noch, da hat es einen Kasach gegeben. Da hat es einen Kasach gegeben, weil da haben sie Naturalien zurücknehmen müssen. Ja. Da haben sie nicht das ganze Geld gekriegt. Das ist aber eh lang.
Ja, ja. Das da den Zug aber da war es halt öfter auch so, wenn einer nicht Zeit gehabt hat in den Sonder. Ja. Während der Woche ist sowieso nicht im Zug gekommen. Und bis zum nächsten Sonder ist halt das Gespiel ganz angenehm riechen worden, dann in ganz Neisel. Der Quark ja wochentlich ist. Ja, da hat man dann sagen müssen, hey, bleib da, ich bin da zu. Ja, und von da hat er dann auch das Geld umgetragen. Ja. Weil dann damit sichert. Oder geholt, ja, ist klar. Der Reikland, dein Raum, wie er mich über die Stiergasse geklingelt hat. Ja, dort war der Reikland-Ressort drin. Der offizielle Reikersitz. Ja, der war dort drin. Ich weiß ja auch, ich bin mit meinem Vater oft um 7, 8, auf die Nacht noch einlegen gegangen. Weil da hat es so Pickel gegeben, das schöne Oberösterreich. Und für einen Schilling, was man eingelegt hat, hat man so ein Pickel gekriegt. Das bin ich natürlich oft umgegangen. Und dann kann ich mich erinnern, dass der Bäumer oft gesagt hat, um 10, 11 über der Nacht, jetzt muss ich noch auf die Gemeinde gehen, Geld einspielen. Ja. Weil da ist versichert gewesen, weil das ist ja der Standort gewesen. Wenn wer gekommen ist, weil der hat es außer die Stunden auch mit wenn vorhanden, wie sagen, was sie haben gerne können. Den Stunden hat es auch nicht gegeben. Nicht gegeben. Nicht gegeben. Den Stunden nur ihren Sonntag. Sonntag zwischen Mess und Abend. Aha. Waren Gasserstunden sozusagen. Und er ist oft so weit gewesen, der Bäumer. Er hat das akzeptiert. Gehst einmal, können die Leute kommen, aber zu mir selber, in die Wand. Und damals sind ja Kredite, sind ja nur einen Sonntagvormittag vergeben worden. Weil ich kann mich erinnern, mein Vater war ja damals Obmann, der ist einen Sonntagvormittag, war er in Zwedl beim Bäumer drinnen und ein Vorstandsmitglied war nur dabei und da sind gleich gekommen und da haben die Kredite vergeben. Und der Obmann hat nur eigenhändig hat er die Kreditanträge geschrieben.